Die Jaguar-Modelle 69 bis 39 und die 800er Baureihe werden mit neuen Mercedes-Benz-Motoren ausgestattet. Die neuen Motoren der Baureihe OM 473, 471 und 470 sind rein Sechszylindermotoren mit einem Hubraum von 15,6, 12,8 und 10,6 Liter. Ab 2016 muss eine weitere Abgasnorm für die Motoren unter 560 kW erfüllt werden. Die Abgasnorm Stage 4, Tier 4, wird ausschließlich durch die SCR-Abgasnachbehandlung erfüllt. Die Motoren weisen einen Harnstoffverbrauch von 3% auf. Das bedeutet, dass der 130 Liter große Harnstofftank erst nach jeder zweiten Dieseltankbefüllung nachgetankt werden muss. Der OM 473, verbaut in dem Jaguar 69 und 59 und auch im Jaguar 870, sind zusätzlich mit einer Turbo-Compound-Technologie ausgestattet. Der austretende Abgasstrom wirkt auf ein zusätzliches Turbinenrad. Die Restenergie wird von einem Drehmomentwandler mechanisch auf die Kurbelwelle geleitet. Das erhöht den Wirkungsgrad des Motors unter Volllast. Das Ergebnis: eine sehr hohe Drehmomentstabilität. Die neuen Mercedes-Benz-Motoren sind sehr leistungsstabil, haben eine hohe Laufruhe und sind sehr sparsam im Dieselverbrauch. Für einen effizienten Einsatz bietet Klaas auch für diese Motoren Dynamic Power an. So kann im Teillastbereich bis zu 10,6% Dieselkraftstoff eingespart werden. Dynamic Power hat ein paar Updates bekommen. Man kann zum Beispiel die maximale Motorleistung in 3 Stufen definieren. Vorteil ist, dass eine leistungsstarke Maschine auch mit wenig Motorleistung angeboten und natürlich später auch abgerechnet werden kann. Des Weiteren ist das Regelverhalten der 10 Leistungsstufen so vorgesehen, dass beim Einfahren in den Bestand immer mit voller Motorleistung angefangen wird und erst dann Dynamic Power automatisch in die effizienteste Stufe einregelt. Ein weiteres Feature ist der Cruise-Pilot. Der Fahrer kann den Jaguar immer mit seiner maximalen Motorleistung fahren. Im Zebes stellen Sie einfach die gewünschte Motordrehzahl ein, mit der der Jaguar ernten soll. Wird der Erntebestand geringer, erhöht der Jaguar die Geschwindigkeit und umgekehrt natürlich genauso. Eingeschaltet wird der Cruise-Pilot zusammen mit dem Autopilot am Fahrhebel. Der Jaguar mit neuen Mercedes-Benz-Motoren und Fahrerassistenzsystemen für noch mehr Effizienz und Komfort im Feldeinsatz.